Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe ein bisschen an meiner Achterbahn weitergebaut. Naja, eigentlich habe ich sie ja erstmal abgerissen. Und dann habe ich sie ein bisschen versetzt. Jetzt habe ich ein bisschen dran weitergebaut. Und bevor wir hochgucken und uns das Ganze angucken, würde ich einmal ganz gerne die neuen Schubbänder erklären. Weil mittlerweile macht es einen Unterschied, ob wir in der Mitte raufgehen, ob wir rechts raufgehen, ob wir links raufgehen oder ob wir ganz am Rand raufgehen. Ihr könnt euch das wie eine Bowlingbahn vorstellen. Wenn ihr die Bowlingkugel ganz am Rand rausrollt, dann ist die irgendwann weg. Und genauso wird es euch ergehen. Das heißt, wenn ihr ganz am Rand, wenn ich hier ganz am Rand draufspringen würde, würde es mich, na, wo denkt ihr, wo katapultiert es mich hin? Richtig, irgendwo hier oben. Hätte wahrscheinlich keiner damit gerechnet, aber genau das wird passieren. Wenn ich hier hinten am Rand draufspringe, ganz am Rand außerhalb dieses Striches, wird mich entweder das letzte Katapult da hinten, entweder da aus dem Spiel raus katapultieren oder dieses Katapult wird mich zum Turm katapultieren, wo ich natürlich auch nicht hin will. Ich will hier diese gerade Strecke runterkommen. Das heißt, die einzige Möglichkeit im Moment so da durchzufahren, das war auch nur ein Testbau oder ja, eine Testbauphase hier, um da durchzukommen, ist relativ mittig oder innerhalb dieser Striche zu fahren. Damit habe ich natürlich das irgendwie mir ein bisschen angucken können, wie funktionieren die neuen Schubbänder. Man braucht auch keine Wände mehr, das muss ich dazu sagen, weil vorher die alten Schubbänder, man wäre hier raufgesprungen mit dem Hoverboard, wäre hier gegen eine Wand geknallt. Na, die Wand ist nicht mehr da, weil man sie nicht mehr braucht. Und man wäre dann von diesem Hover oder von diesem Schubplatte ausgelöst worden und in die Richtung geknallt worden. Das heißt, ich hätte diese Schubplatte gar nicht mehr berührt. Ich wäre auch nicht zu der hinten gekommen und irgendwas. Wie ihr schon seht, wir brauchen keine Wände mehr dafür. Das ist jetzt mittlerweile scheißegal. Und genau das gleiche, da oben wollte ich gar nicht hingucken, ist da oben auch. Aber wir werden auf jeden Fall uns gleich das in Ruhe angucken, wie ich das Ganze oben gebaut habe. Den natürlich den Weg nach oben, also den wirklich diesen Aufweg nach oben. Jetzt gucken wir uns einmal schnell das oben an. Den Aufweg nach oben und diese Kurve, das erste Stück, habe ich schon gebaut gehabt, weil ich es natürlich getestet habe. Einerseits hier unten getestet habe, einerseits oben getestet habe. Ihr werdet so gesehen, ab dieser Kurve alles, was an noch Sachen dazugekommen sind. Und ihr seht, dass da auch Sachen noch zwischen der Bahn fehlen. Aber dazu, ich glaube, dazu werden wir im Video kommen. Und ich werde auch morgen mit einem Freund an dieser Bahn hier weiterbauen. Das Ganze wird bei ihm in seinem Livestream laufen, weil er mit YouTube neu anfangen, oder neu anfangen ist gut, er möchte mit YouTube wieder anfangen oder anfangen. Und er ist zum größten Teil nur Livestreamer und da habe ich halt gesagt, komm, wir machen das Ganze über deinen Kanal. Das heißt, du wirst den Livestream machen, ich werde weiterhin meinen Rekord machen, damit es bei mir natürlich eine weitere Episode geben wird zu dieser Achterbahn, aber je nachdem, wie lange wir morgen bauen, je nachdem, es kann sein, dass der Livestream dann einfach mal 3 Stunden geht und dass ich dann morgen oder übermorgen irgendwie 2, 3 Episoden relativ schnell hintereinander rausbringen werde für die Achterbahn. Ich habe natürlich einiges zum Nachholen, aber wollen wir es einmal ganz kurz zeigen, was passiert, wenn ich wirklich hier am Rand drauf fahre, wenn ich außerhalb der Bahn drauf fahre, dann knallt es mich ziemlich genau dahin, wo ich es euch gesagt habe. Es wird mich zum Rand hinknallen, wo man eigentlich nicht mit rechnet. Was passiert hier genau? Damit ich einmal ganz kurz das erklären kann, damit man es wirklich sehen kann, was passiert genau. Sobald ich diese Bodenplatte berühre, löst sie ein einziges Mal aus. Sie löst keine zweimal, sie löst keine dreimal, sie löst keine sonst irgendwas mal, sie löst ein einziges Mal aus. Das heißt, aus. Wenn ich sie berühre, fahre ich also hier diese Bahn runter und kriege einen ganz, ganz, ganz leichten Schub oder einen ganz dollen Schub. Naja, so doll ist er auch nicht. Er ist eigentlich relativ klein, weil ich von dieser Ecke, ich komme hier rauf mit Schub und werde von dieser Ecke in diese Richtung katapultiert. Das Problem ist, dass in dem Moment, wo ich diese Schubplatte verlasse, egal wie ich es machen würde, berühre ich die und kriege von der einen Druck oder einen Schub in die Richtung. Also Schub in die Richtung, Schub in die Richtung, 50% davon ist das. Und da werde ich hinkatapultiert. Und das könnte es bei allen Wegen. Das heißt, egal ob ich jetzt hier rauf springe, jetzt muss ich das Ganze auf der anderen Seite erklären. Das heißt, wenn ich hier rauf springe, was wird also passieren? Das wird mich von hier aus rauf katapultieren. Sobald ich diese Platte berühre, löst sie aus, so lange bis ich diese Platte wieder verlasse. Das heißt, ich komme hier rauf und kriege extremen Schub. Werde also extrem schnell hier rüber geknallt. Ich komme immer, ihr müsst es immer vom Einschlag oder von dem Winkel, wie ihr kommt, wie die Platte sitzt. Die Platte ist die Richtung, die Platte ist die Richtung. 50% davon, egal wie ich drauf komme, ist also die Richtung. Das heißt, ich weiß, okay, ich gehe in diese Richtung. Das heißt, ich werde diese Platte, die da hinten ist, vielleicht, und die werde ich auch noch berühren, aber ganz knapp nur berühren. Das heißt, ich komme hier rüber in einem Winkel, werde jetzt einen ganz kleinen Schub bekommen, der mich natürlich wieder die Richtung und kleiner Schub in die, also werde ich trotzdem 50% darüber kommen, werde aber nicht mehr so schnell sein, wie ich eigentlich bin.
werde von hier aus diese Richtung, 50% in die Richtung kommen. Jetzt kommt allerdings das Problem, dass ich entweder zu langsam bin, dass ich halt sowieso schon hier vorne raufkomme, in diese Richtung also, Schub in die Richtung und jetzt könnt ihr euch ausrechnen, 50% in die Richtung, das heißt, ich würde wahrscheinlich hier gegen diese Ecke knallen und entweder hier in der Ecke hängen bleiben, das heißt, ich müsste hier eine weitere Wand hinbauen, aber wenn ich da eine weitere Wand hinbaue, ditche ich gegen die Ecke und gehe im Einschlagswinkel genauso wieder raus, kriege einen Schub nach, also beziehungsweise komme in diesen Winkel rein, kriege Schub in die Richtung, jetzt würde man ja sagen, ich komme ja in dem Winkel, wenn hier auch noch eine weitere Wand wäre, komme ich ja in dem Winkel rein. Das heißt, in dem Winkel rein, kriege ich Schub in die 50%, also müsste ich ja hier an der Wand längs fahren. Und genau das funktioniert nicht mehr. Wand bremst auf, beziehungsweise stößt ab. Das heißt, ich würde hier gegenfahren, würde also in dem Winkel auf die Bahn rauffahren und würde Schub kriegen und würde dann wahrscheinlich hier am Turm enden. Um das Ganze einmal zu zeigen, werde ich noch einmal rauffahren, mittig, wie gesagt, komme durch. Dann werden wir uns das Ganze einmal nochmal oben angucken. Das heißt, ich werde oben einmal hochfahren, wir werden einmal, ja, einmal durchfahren mittig und da sind noch so einige Fehler, die ich auch noch habe, die ich natürlich noch ausbessern muss und wo ich noch ein paar Sachen machen muss, aber das werde ich morgen wirklich in Ruhe machen und wir werden viel farmen und viel bauen auf jeden Fall. So, ich hüpfe nochmal eben hier unten drauf und gucken uns das an, was hier passiert. Und da bin ich gegen die Ecke geditscht. Also es gibt zwei Szenarios, die passieren können. Entweder ich ditche hier gegen die Ecke oder ich schaffe es noch so gerade in der Ecke rein, komme aber dann in diesem Winkel raus und mich katapultiert dann das nächste Katapult mehr oder weniger genau hierhin. Da hat man auf jeden Fall schon mal gesehen, was die Probleme sind oder warum ich meine Achterbahn abgerissen habe und warum ich halt eine neue bauen werde, weil die ganzen Platten natürlich nicht mehr funktionieren. Und sobald da Wände, sobald ich das Ganze einzäunen würde, würde ich mich die ganze Zeit an den Wänden aufbremsen. Dann kann natürlich noch was passieren, das hätte ich eben gerade auch, das kann ich auch nochmal eben zeigen. Dann fahren wir hier einfach nochmal durch, weil da hinten in der letzten Platte hänge ich, oder bleibe ich hier an der Ecke hängen, so gesehen. Das heißt, ich fahre hier rüber, hänge hier an der Ecke. Naja, jetzt bin ich wieder genau in das Szenario, wo ich Richtung Turm komme. Aber ein anderes Szenario, wie gesagt, ich will jetzt nochmal ein paar Mal durchfahren. Wenn ich hier an dieser Ecke hängen bleibe, bin ich mit einem Fuß oder bin ich mit dem Hoverboard auf diesem Ding hier drauf, auf dieser Schubplatte oder auf dieser Turbofläche, dann kann ich hier so lange, wie ich möchte, drauf rumfahren. Sie wird nicht noch einmal auslösen. Sie wird erst auslösen, wenn ich diese Schubplatte verlasse und wieder neu raufgehe. Das heißt, entweder müsste ich springen oder sonst irgendwas. Und dementsprechend könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Fehler ich einfach in meiner alten Achterbahn hatte, die nicht mehr funktioniert hatten. Und die ich jetzt natürlich komplett anders bauen musste. Allerdings könnt ihr euch das so ausrechnen, wenn ich hier unten keine Wände brauche. Richtig, da oben sind auch keine Wände. Ich werde jetzt einmal mittig durchfahren und wir gucken uns das Ganze an. Oben sind keine Wände und das Ganze wird danach. Ja, werdet dann ihr danach sehen. Wie gesagt, die erste Kurve oder den Aufweg bis zur ersten Kurve hatte ich schon gebaut gehabt. Das war eine Testphase, die ich eigentlich gemacht hatte. Und als sie funktionierte, dachte ich, okay, ich reiße nicht ab. Aber das Ganze ist super simpel, auch wenn ihr es nachbauen wollt. So, ich werde hochfahren und danach werde ich den Zeitraffer anmachen. Du würdest gerne aufstehen, doch kannst nicht. Wäre dann nicht dein größter Feind dein Bett und dein Schreibtisch? Quälst sie aus den Federn raus, willst wieder pennen. Dann steht in der Dusche wieder deine Ma. Fuck, egal, dann geh ich halt mal ungewaschen. Meine Haare sind wie guter Wein, man muss sie liegen lassen. Denn nach dem Aufstehen sehen sie am besten aus. Nein, ich rede es mir nicht ein, ihr findet es doch auch. Ich fühle mich wie ein Herzog, der damals völlig planlos durch die Gegend umherzog. Ob es so war, kein Plan, kommt es noch scheinbar. Doch nichts ist sicher, außer die Strandbar. Ich habe diese Welt dreimal umreist, mit dem Finger auf der Landkarte. Ich weiß, ob das klappt, mein Traum, weiß ich nicht. Mal schauen. Ich habe diese Welt dreimal umreist, mit dem Finger auf der Landkarte. Ich weiß, ob das klappt, mein Traum, weiß ich nicht. Yeah. Mal schauen. Kennst du das Gefühl, wenn du weg willst? Einfach auflösen, wegfahren, auflösen. Auf dem Meer, an einem anderen Hafen anlegen, dich mit dem Leben anlegen, dann hinlegen, einfach abhauen. Hawaii, tschüss sagen, bye bye. Neue Freunde kennenlernen, Familie bleibt, alles was nicht bleibt. Einsamkeit, keine Gewalt mit dem Schienbein. Ich will frei sein, Friede, Freude, Eier.
Eierkuchen, bitte nicht mit mein. Und nur zum Schein, mach das, was für dich perfekt ist. Scheiß auf die anderen, nix, was dir nicht recht ist. Ich habe diese Welt dreimal umreist, mit dem Finger auf der Landkarte. Ich weiß, ob das klappt. Mein Traum weiß ich nicht. Mal schauen. Ich habe diese Welt dreimal umreist, mit dem Finger auf der Landkarte. Ich weiß, ob das klappt. Mein Traum weiß ich nicht. Damals waren wir die Killer, die keinen Bock mehr darauf hatten, die die Träume auf jede Wand malten, diverse Sachen. Heute leben wir das Leben, was damals eben nur die Gemälde machten. Ab dem heutigen Tag sind wir nicht mehr verpennt. Wir leben wacher, ein Lacher für deine Art. Ich scheiß drauf, was du mir sagst. Muss der heilige Vertreter sein, wie der Papst. Wagst den nächsten Tag anzugehen, das Mut ist mit ihm aufzunehmen. Es muss nicht immer perfekt sein. Doch wenn es perfekt scheint und du es perfekt meinst, werden die Samen keimen und am Ende für dich auch perfekt sein. Ich habe diese Welt dreimal umreist, mit dem Finger auf der Landkarte. Ich weiß, ob das klappt. Mein Traum weiß ich nicht. Mal schauen. Ich habe diese Welt dreimal umreist, mit dem Finger auf der Landkarte. Ich weiß, ob das klappt. Mein Traum weiß ich nicht. Mal schauen. Jeder Weg hat zwei Seiten. Du musst dich nun entscheiden. So wie der Steg, auf dem jeder steht. Ich habe diese Welt dreimal umreist, mit dem Finger auf der Landkarte. Ich weiß, ob das klappt. Mein Traum weiß ich nicht. Mal schauen. Ich habe diese Welt dreimal umreist, mit dem Finger auf der Landkarte. Ich weiß, ob das klappt. Mein Traum weiß ich nicht. Mal schauen. Alles, was ich hab, ist dieser eine Tag. Geh in die Stadt und lauf ein bisschen auf und da. Die Leute schauen komisch. Meint er das ernst oder auch nur ironisch? Ich hab immer was erkannt. Die Leute haben immer vor irgendetwas Angst. Wenn ich über diese Straße geh, könnte ich draufgehen oder beim Rasenmähen. Spaß im Leben, nee, brauch ich nicht. Ich will lieber Namen sehen im Gardasee und danach schlafen gehen. Ja, ich weiß, ich hab ein hartes Leben, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Und alle drehen sich, fragen, was ist los? Ich laufe auf der Straße einfach so. Vielleicht seid ihr es nicht gewohnt. Ich will nur, dass ihr mich verschont. Und alle drehen sich, fragen, was ist los? Ich laufe auf der Straße einfach so. Vielleicht seid ihr es nicht gewohnt. Sterben kann ich nach dem Tod. Alles, was klar ist, ist gar nichts. Denn du bist ständig in Panik. Die Welt stemmt sich gerade. Schade gegen deine Ideale. Zeichen und Gaben, einfach mal atmen. Ich würde einfach ein Bad nehmen und nicht gleich zum Arzt gehen und das Gras wehen und es mal nachsehen. Denn die ganzen Gedanken werden im Schlaf gehen. Und dann kommt das Nachbeben. Es wird nicht nachgeben. Ich hab ein hartes Leben, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Und alle drehen sich, fragen, was ist los? Ich laufe auf der Straße einfach so. Vielleicht seid ihr es nicht gewohnt. Ich will nur, dass ihr mich verschont. Und alle drehen sich, fragen, was ist los? Ich laufe auf der Straße einfach so. Vielleicht seid ihr es nicht gewohnt. Sterben kann ich nach dem Tod. Was ich damit sagen will: wir alle leben jetzt und das Ende ist ein anderer Film. Manchmal will ich einfach machen, doch es klappt nicht. Dann probier es doch mal und schieb notfalls eine Nachtschicht. Taktisch wie am Schachtisch, ein Zug, und du hast einen Lachkick. Macht nix, was ist? Die Feier ist ein Meilenstein, weil wir alle wach sind und alles ist ne Kleinigkeit. Yeah, alles ist einfach nice. Ich hab ein hartes Leben. Leider nein. Und alle drehen sich, fragen, was ist los? Ich laufe auf der Straße einfach so. Vielleicht seid ihr es nicht gewohnt. Ich will nur, dass ihr mich verschont. Und alle drehen sich, fragen, was ist los? Ich laufe auf der Straße einfach so. Vielleicht seid ihr es nicht gewohnt. Sterben kann ich nach dem Tod. Und alle drehen sich, fragen, was ist los? Ich laufe auf der Straße einfach so. Vielleicht seid ihr es nicht gewohnt. Ich will nur, dass ihr mich verschont. Und alle drehen sich, fragen, was ist los? Ich laufe auf der Straße einfach so. Vielleicht seid ihr es nicht gewohnt. Sterben kann ich nach dem Tod.
Yeah. Und ich sag Schritt um Schritt, rechts vor links. Ich weiß, dass du was kannst, du bekommst es hin. Du rollst dein Ding, ich ein Apfelring. Dein Kopf pumpt, weil der Tinnitus singt. Neongrüne Ray-Ban, er will, dass ich ihn Ray nenn. Und zieht mich aufs Klo, will, dass ich mit Ray-Pan. Mit sowas kann ich nicht leben. Ich geh mit ihm zum Tracen und schau in das Portemonnaie. Dort war mal Geld gewesen. Und plötzlich ein helles Licht, jeder trägt es. Doch du bekommst es nicht in Stabform. Was hab ich denn schon davon? Doch jeder hält es hoch. Heb den Leuchtstab hoch, alles leuchtet rot. Heb den Leuchtstab hoch, hoch. Yeah, yeah. Und ich sag Blick für Blick, nicht zu schnell. Du bist heut nur mit dem Stab der Held. Wenn auch ohne Geld, der Arm ist frei. Streck ihn hoch nur für uns zwei. Einerlei lust oder nicht. Die Masse wild umschließt dich. So wie es mag, schon immer wollte. Jeder gleich erschießt mich. Schließlich sitzt man da, denkt wieder über alles nach. Auch wenn die Nerven am Ende sind. Die Wände naht, doch der Wind weht über uns und wo wir sind. Du greifst nach dem Stab und winkst. Ich weiß nicht, ob ich das euch sag. Trotzdem jeder keucht drauf. Wisst ihr eigentlich, dass ich die Gegend verseucht hab und mit dem Leuchtstab eure Welt erleuchtet hab? Heb den Leuchtstab. Das entscheidet, make me better in my own world, everywhere. Eine Insel, da wollte ich schon immer hin. Meine Leinwand und der Pinsel, mal was ich schon immer will. Meine Ruhe, keiner nervt, meine Stadt und deiner Scherz. Dass wenn ich das habe, ich dort sicher nicht alleine wär. Doch ich bleibe wach und hab um die Insel Stacheldraht. Ganz egal, die Vögel singen, weil ich hier der König bin. Das sind steht dein Haus. Ich habe es selbst gebaut, sieht so ein Übeltäter aus. Doch über das hinaus überlasse ich das mir und designe meine Pläne, übertragen auf Papier. Geometrische Formen, geh und mäh diese Formen in den Rasen. Schon morgen wird die Welt darüber raus. Das sind
meinen Drink, yeah. Sitze ganz entspannt und winke zu dir hin. Ich finde, dass es stimmt, gut einen Platz zu haben, ja. An dem man weiß, hier braucht man keine Axt zu tragen. Und bis ich mir sicher bin, bleib ich lieber hier, genau. Unter den Palmen, geschützt, ihr seht mich nicht mal hier. Das sind alle. Dein Bruder, der Terrorist, kam mir schon immer komisch vor. Denn als ich euch besuchen wollte, kam er mir vor. Ich habe ihn gefragt, woran ist denn Hiegel? Yeah. Er sagte, na klar, weil ich gerne fliege. Yeah. Und natürlich bin ich auch immer beschäftigt, weil ich baue Bomben in jedes Überraschungsseil. Ich sagte ihm, das finde ich aber nicht gut. Darauf sagte er, er müsse seine Pflicht tun. Das finde ich aber ein bisschen ärgerlich, denn das packe ich nicht. Yeah. Ich will doch nicht, dass meine Familie wieder in zwei zerbricht. Und während wir wieder den News glauben, wischt sich unser Terrorist die Tränen aus den Augen. Unser Terrorist ist anders als die anderen. Auch er will nur durch die Alpen wandern. Doch wer sieht den Mensch hinter der Fassade? Auch wenn ich keine Goldkette trage. Hey, unser Terrorist, hey. Unser Terrorist, hey. Unser Terrorist, hey. Ist anders als er ist. Im Grunde ist jeder Mitbürger ein Terrorist. Was? Der für die normalen Menschen ein bisschen zu anders ist. Ich störe damit euer kollektives Gleichsein. Doch eure Vorurteile werden plötzlich gleich klein. Wenn ihr hört, dieser Mensch da hat so viel Geld, er könnte glatt ein Scheich sein, ja. Das gefällt, wir lassen uns jeden Tag manipulieren. Ich sehe noch kein Ende, doch wir können es probieren. Verlieren viel an Feingefühl, werden zu kühl. Der erste scheint trüb, weil kein Gefühl lügt. Und während wir wieder den News glauben, sehen wir unseren Terrorist mit weinerlichen Augen. Unser Terrorist ist anders als die anderen. Auch er will nur durch die Alpen wandern. Doch wer sieht den Mensch hinter der Fassade? Auch wenn ich keine Goldkette trage. Hey, unser Terrorist, hey. Unser Terrorist, hey. Unser Terrorist, hey. Ist anders als er ist. Wir schalten die Röhre ein. Glas Rotwein, Chips, Pepperoni, Tortilla, Dip und Macaroni. Krasser Überfluss, nie ist Schluss. Und wenn es um die Wertung geht, Frust rauslassen. Dein Besitz macht dir schon immer zu schaffen. Gleich kommt der Newsmann, er erzählt von Geld, Krieg, Schmerz überall in der Welt. Dann cut kurz schwarz, ein Mann wenig an. 3 Tage Bart, klar lächelt er nicht. Von Tränen verschmiertes Gesicht. Du sagst purer Mist. Er sieht doch schon so aus wie ein Terrorist. Unser Terrorist ist anders als die anderen. Auch er will nur durch die Alpen wandern. Doch wer sieht den Mensch hinter der Fassade? Auch wenn ich keine Goldkette trage. Hey, unser Terrorist, hey. Unser Terrorist, hey. Unser Terrorist, hey. Ist anders als er ist. Er ist arm, er ist reich, nein, wir sind alle gleich. Er ist arm, er ist reich, nein, wir sind alle gleich. Ohne Vorurteile wäre unser Leben zu trist. Deswegen machen wir aus jedem einen Terrorist. Unser Terrorist ist anders als die anderen. Auch er will nur durch die Alpen wandern. Doch wer sieht den Mensch hinter der Fassade? Auch wenn ich keine Goldkette trage. Hey, dein Bruder, unser Terrorist. Hey, dein Vater, unser Terrorist. Hey, deine Schwester, unser Terrorist, egal was sie sagen, sei einfach wie du bist. So Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Morgen wird es auf jeden Fall weitergehen. Ich werde hier viel drin bauen. Ich habe viel nachzuholen und ich habe viel auch zu testen, weil so einfach ist das nicht mehr wie die alte Achterbahn. Aber das habt ihr ja gesehen, es waren super viele
kleine Sachen, die ich umgebaut habe, dann mir eine Bremse eingebaut habe, bis ich geplant habe, dass es eine Bremse ist. Aber das werde ich euch morgen alles, werden wir euch morgen wirklich alles in Ruhe in dem Livestream zeigen, wie man irgendwas bremsen kann, wie ich eine Bremse einbauen kann, ohne eine Schuhplatte hinzusetzen und so weiter und so fort. Der Livestream wird bei mir auf dem Kanal verlinkt. Müsst ihr mal gucken. Ich denke mal, wir werden um irgendwas gegen 20 Uhr anfangen und dann mal sehen, wie lange wir Bock haben. Weil ich muss auf jeden Fall einiges nachholen oder ich will einiges nachholen. Weil ich da hinten alles abgerissen habe, da steht halt nichts mehr und die ganze neue Achterbahn muss auch nochmal irgendwann aufgewertet werden. Und so weiter und so fort. Und erstmal muss sie funktionieren. Bis hierhin ist ja alles schön und gut. Bis da drüben ist ja alles schön und gut. Aber da fehlt noch einiges. Also ich will mindestens eine Runde, wenn nicht sogar zwei Runden morgen schaffen. Leute, ich danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen entweder im Livestream oder bei mir im nächsten Gameplay. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao, ciao.